Herzlich willkommen zu einer neuen Dedilux US Morning Ausgabe am Dienstag, dem 7. Februar 2023. Beim Dow Jones Index hat sich gestern nicht wirklich viel ereignet, ein Minus von 0,1% und damit verharrt der Index weiterhin in einer breiten Seitwärtsbewegung ohne nennenswerte Kauf- sowie Verkaufssignale. Kurz zusammengefasst also, es bleibt abwarten und Tee trinken. Das ist derzeit die derzeitige Haltung, die es hier beim Dow Jones Index ein wenig einzugehen gilt, denn es tut sich schlichtweg nicht wirklich viel. Anders jedoch ist und bleibt weiterhin die Lage beim Technologieindex Nasdaq. Wir sehen, dass sich die Konsolidierung seit der vergangenen Börsenwoche ein wenig mehr jetzt durchgesetzt hat. Nachdem der Index in der vergangenen Börsenwoche hier in der Spitze bis auf fast 12.100 Punkte kletterte, fiel der Index nun gestern bis auf 12.464 Punkte bereits zurück, ein Minus von 0,87%. Und wir sehen damit auch, dass im Tageschart Stochastik-Segment noch immer hier Kurspotenzial nach unten ist, was vielleicht zur Folge hätte, dass der Index tatsächlich nochmals diesen Bereich von ca. 12.140 Punkte austesten kann. Dann ganz wichtig, haben Sie vielleicht meine Trading-Idee verpasst auf den letztendlichen Einzelwert Tesla, dann sollten Sie nochmals auch in die gestrige Ausgabe hineinschauen, aber ich habe Ihnen auch nochmals heute alle Details mitgebracht, nämlich kurz zusammengefasst auch hier, die horizontale Widerstandslinie ist und bleibt hartnäckig und dürfte darüber entscheiden, ob Tesla eben ihre Kursrallye fortsetzt oder ob wir eben dann eine weiterführende Kurskorrektur sehen nach einer wirklich umfangreichen Kurserholung. Die Aktie ist relativ stark überkauft, deshalb setze ich in diesem Fall auf eine klare Konsolidierung in den nächsten Handelstagen. Alle Trade-Parameter entnehmen Sie wie üblich dem Begleittext und mit diesen Worten verabschiede ich mich nun aus der heutigen Dedilux US Morning Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie heute Abend wieder einschalten, selbstverständlich dann mit dem Blick auf den DAX.